In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man ein einfaches elektrisches Netzwerk, zum Beispiel das aus dieser Aufgabe hier, in dem Netzwerksimulationsprogramm CONCIRC berechnet. Bevor man jetzt das erste Mal ein solches Netzwerksimulationsprogramm benutzt, ist es schlau, dieses Netzwerk erstmal von Hand zu berechnen, um eine Idee von der Lösung zu haben. Das will ich jetzt hier nicht vorführen, sondern nur mal die Lösung zeigen. Wenn man das hier tut, zum Beispiel mit der Zweigstromanalyse oder mit der Maschestromanalyse, kommt man darauf, dass durch diesen Widerstand R1 ein Strom von 3 Ampere fließt, durch diesen Widerstand hier ein Strom von 1 Ampere und durch diesen Widerstand ein Strom von 2 Ampere. Kann man kurze Probe machen, ob das stimmt. Auf diesen Knoten fließen 3 Ampere zu und die teilen sich auf in 2 Ampere und 1 Ampere, die wegfließen. Also der Knotensatz an diesem Knoten ist schon mal erfüllt. Wenn diese Widerstände alle 1 Ohm groß sind, fallen über den Widerstand denn dementsprechend dann eben 3 Volt, 1 Volt und 2 Volt ab. Dann kann man auch nochmal schauen, ob dann die Maschensätze erfüllt sind. In dieser linken Masche gibt die Quelle eine Spannung von 5 Volt vor, die sich in 3 Volt und 2 Volt aufteilen. Und in dieser rechten Masche gibt diese zweite Spannungsquelle ein Wert von 1 Volt vor, das 1 Volt über diesem Widerstand, das 1 Volt über dieser Spannungsquelle ergeben dann genau auch die 2 Volt, die in der Mitte abfallen über dem Widerstand R3. So, das Ganze soll jetzt mal hier in dem CONCIRC nachgebaut werden. Wenn man das Programm noch nicht hat, kann man das auf der Internetseite, die hier oben angegeben ist, runterladen. Dieses Programm wird in Hamburg entwickelt, an der Technischen Universität Hamburg-Harburg, am Institut für Theoretische Elektrotechnik. Der Download-Link ist hier angegeben und auch Installationshinweise, die bei der Installation bitte zu beachten sind, sonst funktioniert das nämlich nicht richtig. So, dann installiert man das, öffnet das, legt ein neues Projekt an und sieht dann auf der linken Seite jetzt die Elemente, die man so braucht. Also wir brauchen eine Spannungsquelle, klicken uns eine Spannungsquelle hin, klicken uns eine zweite Spannungsquelle hin, finden, es gibt hier einen Widerstand auf Englisch Resistor, bauen uns einen Widerstand hier oben hin und einen zweiten Widerstand da oben und noch einen dritten Widerstand. Da muss man jetzt mal mit der anderen Maustaste draufgehen und sagen Rotate. Und jetzt sollen ja dann eigentlich die Ströme hier berechnet werden. Also brauchen wir noch Ampermeter, die uns diese Ströme berechnen. Nehmen ein Ampermeter, nehmen ein zweites Ampermeter und nehmen noch ein drittes Ampermeter hier unten hin. Drehen auch das ein bisschen. So, und jetzt kann man die Elemente halt nochmal sich ein bisschen anordnen und sagen, die schiebe ich mal nochmal hier ein bisschen hoch, dass die auf einer Linie sind. Und den schiebe ich auch nochmal ein bisschen höher. Und den hier so ran. Und dann gibt es ein Verdrahtungstool, mit dem man das Ganze jetzt verdrahten kann. Also einfach so wie drüben in der Aufgabe diese Elemente miteinander verdrahten. Und dann sieht man schon, dass da was passiert, nämlich dass da Nummern erscheinen. Und diese Nummern, die da erscheinen, hängen damit zusammen, dass das, was eigentlich hier im Hintergrund abläuft, wenn das Netzwerk nachher berechnet wird, weder Zweigstromanalyse noch noch Maschenstromanalyse ist, sondern Knotenspannungsanalyse bzw. die sogenannte modifizierte Knotenspannungsanalyse, damit man eben auch ideale Spannungsquellen in dieser Knotenspannungsanalyse berücksichtigen kann. Und die Nummern, die da entstehen, sind nichts anderes als die Knotennummern, mit denen diese Knoten jetzt durchnummeriert werden. So, hier fehlt noch eine Verbindung. So, dann ist das Ganze schon mal so nachgebaut und miteinander verbunden. Jetzt müssen wir den Bauelementen, den Quellen und den Widerständen natürlich noch die richtigen Eigenschaften geben und sagen, das sind hier 5 Volt und das bleibt bei 1 Volt, das können wir direkt so lassen. Und der erste Widerstand hat nicht 50 Ohm, sondern eben nur 1 Ohm. Und der zweite Widerstand hat auch 1 Ohm und der dritte Widerstand hat auch 1 Ohm. So, dann sind das eigentlich alles natürlich Gleichspannungsquellen. Dieses Netzwerkberechnungsprogramm geht jetzt aber immer davon aus, dass das eigentlich schon harmonische, zeitabhängige, sinusförmige, kosinusförmige Zeitverläufe sind mit einer bestimmten Frequenz.
Deswegen fordert das von uns jetzt ja auch eine Frequenz. Wir lassen diese Frequenz einfach und sagen, die Frequenz ist 1. Das interessiert es bei diesen Widerständen ja absolut überhaupt nicht, ob es da eine Frequenz gibt oder ob das einfach Gleichstrom ist. Und jetzt könnte man schon mal versuchen, einfach auf Run zu drücken. Und dann kommt eine schöne Fehlermeldung, die sagt, eine Masse muss noch gesetzt werden. Wir müssen eine Masse setzen, wir müssen einen Ground setzen. Dann tun wir das mal und setzen mal den Ground einfach hier unten hin. Und dieser Ground ist nichts anderes als der Bezugsknoten in der Knotenspannungsanalyse. Und jetzt, wenn man diesen Knoten hier setzt, unten auf Ground, sieht man auch, hier entsteht eine Null. Und die Null ist eben genau der Bezugsknoten in der Knotenspannungsanalyse. So, dann nochmal auf Run. Dann steht es da, Program is running. Und jetzt können wir uns von allen drei Probes, von allen drei Ampermetern den Strom anzeigen lassen. Und ja, sagen, wir nehmen halt den Realteil. Der Realteil ist das, was wir jetzt eigentlich eben hier als Gleichstrom auch haben wollen. Und sagen mal okay. Und dann kommt heraus, für das Ampermeter 1, dass er den Strom durch den Widerstand R1 hier misst, kommen da genau 3 Ampere raus. Für das Ampermeter, das den Strom misst durch den Widerstand R2, kommt 1 Ampere raus. Und für das Ampermeter, das den Widerstand durch den Strom R3 misst, durch den in der Mitte, kommen 2 Ampere raus. Und damit kommt man nicht selbstverständlich, aber schon recht, ja, wenn man eben alles richtig gemacht hat, wenn man dem Programm, dem Computer das Problem vernünftig vermittelt hat und das Ergebnis auch richtig interpretiert und ja vorher bei der Rechnung von Hand keinen Fehler gemacht hat, kommt man natürlich auf das richtige Ergebnis. So, und damit ist jetzt so ein einfaches Netzwerk simuliert und berechnet und modelliert in diesem Programm. Und jetzt kann man dann mit diesem Programm natürlich auch kompliziertere Netzwerke berechnen, indem man jetzt ja da noch mehr Widerstände, noch mehr Quellen. Man sieht, es gibt auch andere Elemente, Kapazitäten, Induktivitäten, Operationsverstärker, Transformatoren, Leitungen. Und dann kann man das auch noch mit komplizierteren Netzwerken koppeln, indem man zum Beispiel Antennenmodelle reinsteckt, die man vorher aus irgendeiner Feldberechnung sich besorgt hat, was jetzt aber dann deutlich über die Grundlagen der Elektrotechnik 1 hinausgeht. So, und damit ist dieses Video zu Ende.